Hallo. Hallo, guten Tag. Hallo, Robert. Was hast du in deiner Hand? Ich habe hier einen Teil von dem, was wir heute einbauen. Es ist ein sogenannter Clubsportbügel der Firma Wiechers. Und der kommt in den Golf von Olli. Ja, und passend zu Ollis Streuwagen ist das Ding sowas von orange. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt so, ob deine Kamera das hinkriegt mit der Farbe. Ich denke, ne? Alter, das sieht schon sexy aus hier. Ja. Kann man so ein bisschen spiegeln so. Würde jetzt die Sonne scheinen, würde ich es euch in der Sonne zeigen. Die Sonne scheint aber nicht, deswegen zeigen wir es auch nicht. Aber das ist sowas von orange. Ja, da hat unser Pulvermann sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Vielen Dank dafür. Ja, Clubsportbügel. Was ist ein Clubsportbügel? Ein Clubsportbügel ist kein Überrollkäfig. Ne? Das wird oft verwechselt oder oft, ich vertue mich da auch immer noch. Ich bin auch nur ein Mensch. Ein Clubsportbügel ist sozusagen, wie so ein halber Käfig sozusagen. Also es fängt hinter den Vordersitzen an und das Schöne an dem Clubsportbügel ist, dass du den mit Originalverschraubungspunkten befestigen kannst, sollst, musst. Kein Bohren. Genau, kein Bohren, kein Schweißen, keine Verstärkungsschrieben einschweißen, keine Seitenverkleidung bearbeiten, keine Sitze rausbauen. Du musst auch keine Löcher ins Armaturenbrett schneiden. haben wir alles schon gemacht. Du kannst den Himmel drin lassen, du kannst auch ein Schiebedach haben, du kannst alles so lassen, wie es vorher war. Du kannst die originalen Gurte auch beibehalten. Weil das wird an den Punkten, wo der Sitz und die Gurte hinten befestigt werden, da wird das Ding auch befestigt. Ja, ist halt ein teils optischer Aspekt, aber teils auch Sicherheit. Also wenn Olli jemals so schnell fahren sollte, dass er sich aufs Dach legt, könnte das auf jeden Fall helfen. Könnte es deine hübsche Frisur schützen. Dankeschön. Ja, und wichtiger Aspekt auch, wenn man das Auto wirklich im Alltag benutzt, das Ein- und Aussteigen, wer schon mal mit so einer Vollzelle in so ein Auto eingestiegen ist mit Sitzen und Käfig. Ich habe da kein Problem mit. Ich eigentlich auch nicht, aber ist schon angenehmer. Mit Öl geht's, ne? Wenn man es so hat. Also denke ich mal, ist auf jeden Fall ein schöner Vorteil. Und sieht geil aus. Warum denn eigentlich orange? Jo, das Auto war ja mal orange. Wird nicht mehr orange, aber so einen kleinen Akzent irgendwie so. Einen kleinen Akzent? Einen kleinen Akzent. Ja. Wir haben ja Lenkrad auch nochmal neu machen lassen. Haben wir das schon gezeigt? Nee, haben wir noch nicht gezeigt. Machen wir später im separaten Endvideo dann von allen. Aber das Video ist dann schon raus. Das Video ist dann schon raus, genau, cool. Ja. Das heißt, es kommt nochmal ein Video, wo wir das nicht alles dann zeigen. Ja. Also das Lenkrad wurde halt gemacht, die Tachonadeln wurden auch angepasst in orange. Wir machen dann so ein paar kleine Details in orange. Und, ja, aber nicht. Orange. Ja, das bist du ein Holland-Fan irgendwie? Hier orange Rogen? Frikandeln mag ich und Energy-Drinks mag ich auch. Ja, ja. Ja gut, ich merke schon, ihr versinkt hier in so einem kleinen Smalltalk. Ja. Es ist halt noch Montag und ich habe mir gerade schon beim Olli Sitz rausheben den Rücken verhoben. Deswegen bin ich gar nicht so scharf drauf, da jetzt reinzukriechen. Aber was tut man nicht alles für die Firma, ne? Alles für den Dackel, alles für den Club. So, ja, auf geht's, ne? Womit fangen wir denn eigentlich an? So, wir fangen an mit dem Teil. Sitz hast du also schon rausgebaut, ne? Ach, ja, genau. So, wir haben... Guck mal mit. Oh, wir haben Ollis ultra geile Sitze rausgebaut und ich habe einen Knopf von Ollis Hose gefunden. Ich glaube, der ist ihm mal abgeplatzt, als er sich in sein Auto gesetzt hat. Wolltest du den wieder annähen? Nein, ich nehme Kabelbinder. Ja. Ja, genau, Sitze sind raus, Rückbank ist auch raus, und weil wir müssen da an die Verschraubung ran. Und jetzt fangen wir mal mit den ersten Bauteilen sozusagen an. Obwohl, jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Ja. Warte mal, lass kurz überlegen, das ist die Seite, das ist deine Seite. Die sehen ultra verrückt aus, ne? Das sind quasi die Bodenbleche für den vorderen Bügel. Ne? Und die werden einfach unter die, ja, mit an den Verschraubungen von den Sitzen untergelegt. Ja, da sind die ersten Teile schon drin, da kommt jetzt der Bügel drauf und ja, guckt einfach zu.
So, ja, jetzt steht er schon mal grob drin, ne? Ja. So easy. Mal eben geht das eigentlich. Es ist echt relativ einfach, ja. Ja, kann eigentlich jeder, der ein bisschen handwerkliches Geschick hat. Ja, sogar ich. Das würde was heißen. Ich würde sagen, sogar Robert. Guck mal. Ich würde sagen, sogar Robert kann das. Nee, ist wirklich nicht schwer. Ja, können wir jetzt die Verschraubung festmachen. Oben schon mal Schrauben durch, damit sich das nicht wieder zieht. Wie hättest du gerne die Schrauben? Ja. So rum? Oder dass die Köpfe zu dir sind? Wie sehen denn die Muttern aus? Muttern sind selbstsicher. So, ja, hinten ist alles verschraubt, Schrauben sind drin, festziehen machen wir nachher. Jetzt können wir erstmal diese Rücksitzbank wieder reinlegen. Und das Schöne ist, wie gesagt, beim Clubsportbügel, du kannst sie einfach so wieder reinbauen. Musst sie nicht zerschneiden oder weglassen oder irgendwie sowas, sondern bleibt bestehen. Na klar, kann da keiner mehr hinten sitzen, aber Olli? Schon schön, ne? Was sagst du dazu, dass du jetzt einen Zweisitzer hast? Na, ich kann keine Leute mehr mitnehmen. Will das jemand bei dir? Das gab es schon mal. Wenn du mitfahren möchtest, kannst du gerne hinten Platz nehmen, ist kein Problem. Ja, Käfighaltung für Dorian. Jetzt müssen wir die Taschen da eben durchführen. Ja. Ja. Ja, sehr schön. So einfach geht's. Orange passt schon geil zu schwarz, ne? Sieht gut aus, ne? Ja. Auto doch lieber schwarz folieren? Nein. Nein? Welche Farbe hatten wir? Unten drunter ist er schwarz, oh, ne? Schwarz, ja. Hm. Ah, nee. Kann ich eigentlich schon anfangen zu knibbeln? Nein. Wann geht er denn zum Folierer? Das dauert noch. Lass die Finger davon! Ja, jetzt können wir die Haarstrebe hier hinten reinsetzen. Jetzt können wir die Stühle wieder reinsetzen, dass wir die vorderen Schrauben auch festmachen und dann können wir den ganzen Bügel festziehen. Denkst du, die setzt jetzt rein? Ich habe mich gerade schon verhoben. Ja, dann verhebe ich mich jetzt. Ich muss das mit den schweren Händen. Das ist der Balken. Ist der Balken halt? So. Ja, fertig. Fertig. Ja, Bügel ist drin, verschraubt ist alles, Sitze sind da drin. Film mal rein, Robert. Echt? Brauchst du mich filmen? Hey! Ja, wird auch noch gearbeitet, ne? Ja, da kommt noch einer, der läuft jetzt ganz schön. Hallo. Kannst ja während der Krach ist, zeig doch einfach den Bügel. Das, ja. Ich glaube, das ist das, was die Leute interessiert, oder? Okay. Ja, aber dann könnt ihr eigentlich schon mal Tschüss sagen, oder? Wollte ich noch was sagen? Nee, ich wollte noch auf einen Punkt an diesem Auto hinweisen, der mir besonders gut gefällt. Guck mal von der Beifahrerseite, ich zeig dir was. Ollis GTI hat eine Sonderausstattung und zwar hat er den Trunk Monkey Knopf. Geil, ne? Kennt ihr den? Wisst ihr was? Robert, weißt du, was der Trunk Monkey ist? Nee. Ansonsten blend den mal ein. Wir blenden das. Wir blenden mal eine kleine Zusammenfassung, was der Trunk Monkey alles kann. Blenden wir mal kurz ein. What, you don't like the way I drive? Oh, what? Oh. Come on in here, I'll give you a driving lesson. No. You want a piece of me? Why don't you come out and get you some, huh? Where are you gonna go now? Well, you can't speed up by anybody now. You think you're better than me? Well, you think, oh, I don't like the way you drive. Well, you got a fancy new butt, huh? Beep out. The Trunk Monkey, a revolutionary idea you'll only find at Suburban Auto Group, pending approval by Attorney General. Alright, back in the trunk. Und wir müssen noch abschließend dazu sagen, für die Leute, die fragen, warum ist die Rückbank noch drin? Weil es einfach schöner aussieht. Das ist ja nicht hier Ultraleichtbau-Gewichtsersparnis. Ja. Ist halt so ein bisschen Optiksache bei Olli. Ja, ne? Wollte ich nur mal sagen, es ist einfach schöner und ja, das ist ja auch das Schöne am Clubsportbügel. Man kann ihn wieder ausbauen und kann das Auto immer noch wieder als Fünfsitzer benutzen. Außerdem ist es ist ja auch dein Auto, was du damit machst oder nicht machst. Ja, denn nicht, dass wieder irgendwelche wilden Theorien aufkommen. Ja, aber da müssen wir uns immer, und, das prallt uns ab wie Teflon, weil es ist dein Auto. Du weißt alles klar. Wie dein Auto ist. Ja, jetzt verschwinde endlich. Soll ich den Affen raus? Junge.